jetzt aber schnell. Die verbotene Insel versinkt. Doch vorher müssen die Spieler noch etwas erledigen. Bei diesem kooperativen Spiel gewinnen und verlieren die Spieler gemeinsam. Deshalb müssen alle zusammenhalten. Ziel ist es, 4 gleiche Karten zu sammeln. Wenn ein Spieler das schafft, kann er diese in ein Artefakt eintauschen. Allerdings braucht die Gruppe gleich 4 solcher Artefakte, um das Spiel zu gewinnen. Nach jedem Zug werden weitere Teile der Insel überflutet oder versinken ganz. Und die Spieler müssen sehen, dass sie trockene Füße behalten und rechtzeitig zum Treffpunkt kommen. Um gemeinsam zu gewinnen, müssen sich alle Mitspieler gut absprechen. Dadurch ist man hier permanent im Spiel. Die verbotene Insel ist ein kooperatives Strategiespiel für 2 bis 4 kommunikative Menschen ab 10 Jahren. Es dauert etwa 30 Minuten und kostet ca. 19 Euro.